Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück auf dem Kanal. Ich möchte noch mal einen wichtigen Einschub machen, und zwar zu dem Thema, wie verhält sich das jetzt eigentlich mit Co-Abhängigkeit und Narzissmus? Ist das, inwieweit haben diese beiden Konstrukte tatsächlich auch viel gemeinsam? Und aber wo unterscheidet es sich eben? Weil das ist nämlich echt gar nicht so einfach, denn natürlich ist es am Ende des Tages, sind das zwei Seiten der gleichen Medaille insofern, als dass ja, und auch das wollte ich auch nochmal sagen, also natürlich können auch Co-Abhängige oder Empathen oder wie auch immer, die haben auch ihre egozentrischen Anteile oder sogar teilweise narzisstischen. Na klar, also es geht nicht darum, das wollte ich auch nochmal sagen, es geht bei Eigenanteilen nie um Schuld. Es geht nicht darum, zu sagen, deswegen bist du schuld und der andere hat jetzt ein Recht, dich so zu behandeln. Niemals. Es geht einfach darum, gewisse Muster zu erkennen, anzuerkennen und ja bestmöglich für die bestmöglichste Prävention ja irgendwie aufzulösen. Darum geht es ja. Also man will ja nicht eben zum 150.000. Mal das immer wieder wiederholen. Und das passiert ja aber vielen de facto. Deswegen ist es ja schon ein wichtiges Thema. Und genau, also es geht nicht um Schuld. Aber es ist einfach wichtig und es ist eine wichtige Frage, hey, was ist hier eigentlich Sache, was macht die eine Seite aus und die andere Seite und eben der Grund, warum das letztendlich ja auch dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip eben gibt. Und genau deswegen wollte ich das mal versuchen, so ein bisschen aufzudröseln in Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und also die Tatsache, dass zum Beispiel Co-Abhängige oder eben Empathen, Hochsensible, was auch immer, eben auch sehr egoman manchmal agieren können, und das ist so, das habe ich ja auch schon mal, habe ich auch schon öfter gemerkt, beziehungsweise, das kriegt man schon auch manchmal so zu spüren, ist natürlich auch gar nicht so verwunderlich, weil am Ende des Tages sind ja beide Parteien in diesen dysfunktionalen Strukturen, wenn man so will, irgendwie aufgewachsen in irgendeiner Form. Das heißt, entweder ein Elternteil war eben stark narzisstisch, der andere war eher co-abhängig oder es waren sogar zwei narzisstische eher, ne? Und der eine war halt ein bisschen offener, verdeckter oder der andere war halt irgendwie ein Borderline angehauchter oder wie auch immer, was ja auch gerne ist, weil die sich ja auch stark anziehen irgendwo. So ein bisschen borderlineige Menschen und halt Narzissten. Und genau, das heißt letztendlich auch ein Kind, was dann sozusagen mehr in diese zum Stimmungsdetektor wird, ne, was dann so passiert und dann immer aufpasst, was hier jetzt gerade Sache ist und dementsprechend irgendwie die Sachen ausbalancieren muss oder eben dementsprechend handeln muss, vermitteln muss. Muss vielleicht an einem anderen Tag, weil die Stimmung da so und so ist, auch mal egozentrisch agieren oder muss da vielleicht auch mal die narzisstische Karte rausholen und kriegt ja auch beides vorgelebt, ne, irgendwo. Das heißt, egal in welche Richtung man jetzt letztendlich tendiert, also eben selbst wenn man in diese voll empathische Richtung tendiert, wird man trotzdem auch die andere Seite mal rausholen können. Also da gibt es auch noch mal so ein bisschen der Ross Rosenberg, also ich finde den ja auch ein bisschen crazy, aber gut, der unterteilt es zum Beispiel auch so in passive und aktive Co-Abhängige und die Passiven sind halt so diese ganz devoten klassischen, wenn man jetzt so will, die halt sozusagen sich so komplett unterordnen und dann gibt es aber halt auch die Aktiveren und die sind halt durchaus auch hin und wieder manipulativ unterwegs und sind halt auch, bauen auch ordentlich Scheiß, sagen wir mal so, und sind halt auch eben, haben halt auch ganz schön narzisstische Strategien, wenn man so will, drauf und werden auch dafür gehalten wohl. Ich weiß nicht, ob ich diese Unterscheidung so gut finde, denn wie gesagt, ist es ja so, gerade bei den verdeckten Narzissten, die sich dann als Co-Abhängige, Hochsensible oder was auch immer ausgeben und sind dann halt am Ende tatsächlich wirklich narzisstisch, damit verschwimmt es dann wieder so ein bisschen. Das finde ich eben so ein bisschen das Schwierige daran. Aber am Ende des Tages, ja, eben denke ich,
es ist auf der Seite eben auch nicht schwarz-weiß, ne? Also genau das wollte ich eigentlich sagen. Und der Punkt ist jetzt der, also ich drösel es jetzt mal ein bisschen auf, ich gucke mal, wie weit ich komme, ob ich es wieder splitte oder nicht, weil ich möchte auch nicht immer so, ja, eine ganze halbe Stunde irgendwie einen Blumenkohl ans Ohr reden, aber jetzt schaue ich einfach mal. Also es gibt so, genau, also es gibt ein paar Gemeinsamkeiten. Die erste Gemeinsamkeit von beiden ist auf jeden Fall irgendwo eine Form von Abhängigkeit. Beide sind abhängig von anderen Menschen in irgendeiner Form. Also natürlich zeigt sich das, äußert sich das ein bisschen anders, aber die ganzen Sachen äußern sich immer ein bisschen anders. Aber psychologisch letztendlich hat es eine gemeinsame Wurzel, wenn man jetzt so will. Und es ist ja auch klar, weil es ist ja, beide haben ja eben diese Grundwunde, diese Verlassenheitswunden, diese Vernachlässigkeitswunden, diese Ambivalenzgeschichten, dass sie halt mal aufs Podest gehoben wurden und mal runtergeschmissen oder dass jemand plötzlich weg war und so weiter. Das ist ja bei beiden eben das Kernproblem. Und deswegen ist es ja auch nicht verwunderlich, dass es da irgendwie diese, ja, diese Symbiose, wenn man so will, irgendwo gibt. Also genau die Abhängigkeit. Jetzt ist die halt sagen wir mal, beim Co-Abhängigen eher in der Form, ja, dass sie halt, dass sie viel zu sehr auch immer am Außen beschäftigt sind, dass sie viel zu wenig, deswegen habe ich das auch gesagt, so bei diesen Coping-Strategien ein bisschen, dass man wieder mehr zu sich kommt, dass man wieder viel mehr bei sich eincheckt. Das fehlt vielen ja komplett. Man ist ständig im Außen und will gefallen und macht dieses People-Pleasing, ne? Und natürlich letztendlich auch, um was zu bekommen irgendwo und um nicht abgelehnt zu werden und, und. Ein Stück weit. Und ja, das ist letztendlich nicht so wie bei dem Narzissten, der jetzt so krass eben irgendwo ja auf die Supply so angewiesen ist und deswegen seine Spielchen spielt. Aber am Ende des Tages ist es schon ähnlich, ne? Also es ist, beide sind auf eine Art und Weise irgendwo Brauchende, wenn man jetzt so will. Der eine vielleicht stärker, der andere schwächer, aber der Kern ist schon sehr ähnlich. Dann ist ein anderes Merkmal, ist noch die Scham, so wirklich diese tiefgreifende Scham haben auch beide. Nur ist halt hier wieder das Problem eben, gerade Kinder, wenn die, ja, wenn denen irgendwie Scham eingepflanzt wird für Bedürfnisse, Gefühle und dergleichen, was sie halt natürlich naturgegeben einfach haben, dann ist das für die ganz, ganz schwer zu verarbeiten, bis gar nicht. Und was machen die dann? Also klar, die geben sich schon und irgendwie haben Schuldgefühle, geben sich die Schuld und wollen aber wieder, damit dieses Gefühl halt dann wieder weggeht, ne? Oder wieder, ja, wieder verschwindet und sie irgendwie damit klarkommen können, wollen sie dann halt den Eltern wieder gefallen, ne? Und damit das natürlich nicht wieder passiert, damit nicht wieder die Scham auf sie kommt und so weiter. Also, was tun sie dann? Wieder People-Pleasing und hab mich wieder lieb, dann bin ich jetzt wieder so und so, damit du mich wieder annehmen kannst und so weiter, ne? Ja, und der dann halt eher in die narzisstische Strategie geht, der macht dann halt, ja, um dieses Gefühl nicht mehr fühlen zu müssen, um diese Schmerzen gar nicht mehr richtig zu sehen, spaltet das halt komplett ab am Ende des Tages. Aber sie haben es ja tief drin, haben sie es ja trotzdem noch. Ne? Und ja, das nächste ist auch für den Punkt der Verleugnung. Auch beide verleugnen irgendwo. Denn also beim Co-Abhängigen oder im Paten, wie auch immer, ist es ja auch so, dass er eben, ja, diese Gefühle und diese Bedürfnisse sozusagen nicht haben darf, also vom mehr narzisstischen Elternteil dann, ne, wieder so suggeriert bekommen oder nicht nur suggeriert, sondern klar die Message bekommen und dann wird halt sozusagen, ja, dann ist es auch nicht auszuhalten und dann wird quasi dem Kind eingeimpft, naja, du darfst das ja gar nicht empfinden, das ist so nicht okay, du darfst so jetzt nicht sein, du sollst so und so sein. Und ja, dann haben sie halt gelernt, letztendlich ihre Bedürfnisse, ihre Gefühle zu verleugnen und sich auf die Bedürfnisse und Gefühle und Happiness, ne, und Wohlwollen von anderen zu konzentrieren und dieses halt eben herbeizuführen, dann durch dieses ja, gefallen wollen, alles recht machen,
um Liebe kämpfen und so weiter und so fort. Und ja, beim Narzissten ist es halt, dann geht das wieder in diese krasse Abspaltung in der Form, dass er sozusagen verleugnet überhaupt dann irgendwelche Bedürfnisse noch, irgendwelche, ja, irgendwie eigentlich zu haben. Und auch, er braucht ja auch eigentlich niemanden, ne? Also alles so, das wird ja alles von ihm komplett auch verleugnet, weil das als Schwäche angesehen wird, als Defizit, als Makel. Und das geht natürlich gar nicht. Also deswegen, ja, ist die Verleugnung halt auch ein ganz großer Punkt, der ja irgendwo für beide zutrifft. Dann ist noch ein weiterer Punkt auch die Grenzen. Also beide haben auf eine Art Probleme mit ihren Grenzen, im Sinne von, ja, wer bin ich eigentlich? Ich meine, das kommt noch so ein bisschen her, das habe ich noch so vergessen. Oder beim Narzissten ist ja auch, das hängt mit der Abhängigkeit auch zusammen, ne? Ich meine, was hat er gemacht? Sein wahres Ich gibt es eigentlich gar nicht. Also er kennt es eigentlich gar nicht so richtig. Und das wurde halt so komplett alles mit diesen Gefühlen weggespalten. Und dann halt dieses False Image erschaffen, was halt ständig befüttert werden muss, applaudiert bekommen muss und so weiter. Und ja, das gehört ja jetzt hier eben auch bei den Grenzen. Also letztendlich, es gibt halt dieses wahre Ich nicht. Also dieses Gespür für sich selbst im Inneren gibt es irgendwie gar nicht. Und deswegen verschwimmt es dann auch mit den anderen Personen, die sozusagen dann ja, sein Ego und sein False Self halt, ja, weiß ich nicht, eben bejubeln sollen und so weiter und beweihräuchern sollen und sein Ego halt hochheben sollen, das ja ist dann so letztendlich irgendwie so alles eine Extension von ihm, ne? Also diese Personen, mit denen er ja in Resonanz geht, sind ja nie so ganz irgendwie Einzelpersonen, sondern die werden ja tatsächlich so ein verlängerter Arm von ihm. Ist ja auch, weiß man ja auch eben, wenn die Kinder haben, ne? Das ist für sie ja auch so ein, eben diese Extension. Und somit haben beide so ihre Probleme damit und der Co-Abhängige auch zum Beispiel mit, was eben diese ganze Schuld und Kritik und diese ganze Geschichten angeht, mit diesen Sachen nicht umgehen kann und diese Sachen gegen sich mehr richtet, ne? Und der Narzisst packt es halt dann mehr nach außen auf die andere Person. Aber beide projizieren ja auch auf eine Art. Also eben letztendlich sieht der Narzisst in einem irgendwas, was er sehen will, und packt dann seine Toolbox an Manipulationen aus, teils bewusst, teils unbewusst, um einen zu der Person dann auch zu machen. Und ja, der Co-Abhängige schluckt den Köder irgendwo und will die Person auch sein oder projiziert halt eben auch in den, weiß Gott, was rein, was er halt nicht ist, aber was er halt da jetzt darstellen möchte und so weiter. Und insofern, ja, also man sieht schon, das ist schon, da sind schon viele Gemeinsamkeiten, das ist einfach so. Und beide haben auch ein Thema mit Kontrolle zum Beispiel, ne? Also ich meine, beim Narzissten ist ja, weiß man ja, es geht häufig fast nur um Macht und Kontrolle. Und ja, die weiß er auch dann bis zum Geht nicht mehr auszureizen und auch bis im Nachhinein dann eben über Flying Monkeys und was nicht alles, um dann hier noch oder eben diese Distanzgeschichten da weiter eben Kontrolle über die Person in irgendeiner Form auszuüben, auch wenn es keinen, nicht mal mehr Direktkontakt gibt. Und ja, Co-Abhängige, Empathen, hochsensibel, wie auch immer, machen auch, ich meine, versuchen auch auf eine Art, ihre Mitmenschen, ihre Umwelt zu kontrollieren durch gefallen wollen, alles recht machen und erspüren, was da los ist und das erfüllen und so weiter. Das ist natürlich eine andere Form, eine weichere Form, wenn man jetzt so will, die Soft-Version irgendwo. Aber am Ende des Tages machen sie es ja auch, um etwas zu bekommen. Und es ist auch eine Strategie, um, ja, eben, um nicht drauf zu gehen, um das zu bekommen, was man irgendwie vermisst hat und so weiter. Deswegen, also das sind schon wirklich Gemeinsamkeiten. Und ich muss mal gucken, es gibt sicher noch mehr, aber das sind so die Hauptparallelen, die ich so
mal rausgezogen habe. Und aber dann muss man halt auch ganz klar sagen, es gibt halt auch Unterschiede. Aber das ist wirklich tricky. Und gerade wenn man das Thema hat, verdeckte Narzissten, die halt wirklich diese Schiene fahren oder die halt ja wirklich auch das zum Teil glauben, ja, sie seien halt Co-Abhängige und so weiter. Und die ja ständig auch in diesem Mindset unterwegs sind, ne? So, ja, also eben, sie sind ja immer zu kurz gekommen und ihnen wurde ja immer eingeredet, dass sie keine Bedürfnisse haben dürfen und so weiter. Und jetzt müssen sie sich das alles zurückholen und das meine ich. Und dann sind sie die Axt im Wald. Ja, also buchstäblich und denken aber immer noch, ja, nee, das wird dir nur eingeredet, dass du deswegen jetzt egozentrisch bist und egoistisch und sonst irgendwas. Dabei stehst du jetzt nur zum ersten Mal für dich ein und das durftest du ja nie. Und das ist ja tatsächlich ein reales Problem. Also das gibt es ja. Das ist ja das, was Co-Abhängige im Partner und so weiter tatsächlich haben. Aber jetzt kommt halt so ein, ja, so ein High-Functioning-Narzisst, sag ich jetzt mal, und dreht sich das halt so hin. Und ist ohne Ende am Rummanipulieren und weiß ich nicht. Also, und verkauft es dann aber so, als wäre das jetzt eben seine, endlich sein Weg der Selbstliebe, ne? Und dabei ist er halt grausam unterwegs zum Teil. Und das ist schon krass. Also, das ist dann echt, da verschwimmen dann die Grenzen. Das ist dann ganz schwierig. Gerade natürlich, ich meine, durch diese ganzen, eben wenn die dann noch therapeutisch geschult sind und so weiter. Und ja, dann noch diese ganzen Infos zusätzlich immer erhalten durch diese ganzen Aufklärungen und so, dann werden die natürlich immer besser in der Tarnung ihres Verhaltens. Das heißt, dann wissen die, oh, okay, oh, jetzt, das könnte jetzt doch auch aufgedeckt werden von ein bisschen ausgeschlafeneren vielleicht. Ja, shit, dann muss ich das wieder, drehe ich mal ein bisschen an der Stellschraube und damit das Image nach außen hin halt doch wieder toll ist, ne? Das ist wirklich ein Problem. Aber ich meine, es gibt ganz klare, trotzdem ganz klare Anzeichen. Also in so einem Kontakt, ja. Ich meine, ein Co-Abhängiger würde doch nie, wenn er wirklich ein Co-Abhängiger ist, und das ist ja eben der Punkt, ja, dann wird er nicht bei der kleinsten Kritik oder Unstimmigkeit oder sonst irgendwas so beleidigt sein und das als komplett Abwertung seiner Person verstehen und dann voll den Kotzbrocken rauslassen. Und ja, dir den schwarzen Peter zuschieben und sagen, du hast ihn jetzt abgewertet in der im toxischen Kreislauf, deswegen bist du die Toxe und er ist der Gute. Und deswegen muss er dich jetzt komplett abkanzeln und so weiter. Und weil du würdest ihn ja eh ablehnen, deswegen, es ist krass, ne? Und räumt dir dann aber auch gar keine Chance mehr ein, dazu irgendwas zu sagen und bestraft dich mit Schweigen. Mit diesen ganzen passiv-aggressiven Verhaltensweisen und lässt dich da voll am langen Arm verhungern und so weiter und versucht dich noch zu vernebeln, zu vergessleiten. Das kommt ja noch dazu und das wollte ich auch noch mal sagen, weil das jetzt immer wieder kommt, so von wegen ja, rote Flagge Kritik, ne? Ich habe es ja schon mal angesprochen in einem anderen Video. Ja, was ist Kritik, ne? Also wenn natürlich dich am Anfang jemand permanent grundlos irgendwie piekst oder wegen unnützen Sachen, weiß ich nicht, kritisiert, na klar, dann ist es vielleicht eine rote Flagge, sicherlich. Aber wenn du halt Nachfragen hast zu realen Themen, das meine ich, wenn jemand versucht, dich zu vernebeln und so weiter, und du konfrontierst dann, ja, dann und dann sagen die halt, das ist Kritik, ne? Also das ist halt jetzt immer die Sache, von wem kommt das? Und wie wird es dann gewertet? Bist du dann im toxischen Kreislauf? Hast du sie dann abgewertet? Dabei hattest du berechtigte Einwände und hast das getan, was sie sonst immer predigen, nämlich für dich eingestanden und wolltest Dinge klären. Und das ist jetzt eben der Punkt und das ist jetzt die große Unterscheidung. Der Co-Abhängige, der wirklich Co-Abhängige, ja, eben, bestraft dich nicht auf diese Weise dafür. Der wird doch alles tun, um die Sache aus der Welt zu schaffen, um sie zu bereinigen, um dich, weiß ich nicht, um irgendwie ja, eine Klärung zu schaffen und gibt dir auf jeden Fall auch die Möglichkeit dazu und möchte dich auch anhören und kann vielleicht sagen, ja, okay, hey, das hat mich, das und das hat mich vielleicht verletzt.
Aber vielleicht habe ich auch die und die Fehler gemacht, ja. Und vielleicht können wir beide das, dies und jenes einräumen und eine Lösung finden, wie wir jetzt damit umgehen. Aber ja, der Narzisst macht das halt nicht. Ne? Der genießt dann seine kleinen Foltermethoden oder die leiden ja auch. Also gerade die verdeckten Narzissten ist ja nicht so, dass die nicht, dass sie keinen Leidensdruck haben, aber das entschuldigt das halt nicht. Und ja, die kanzeln sich dann, die kanzeln dich dann halt ab und eben, dann ist halt der Rollladen unten, dann hast du sie halt kritisiert, dann müssen sie jetzt schnell verletzen und abwerten und abschießen, weil du so toxisch bist und dann wird alles verdreht und dann bist du crazy und ne, also das ist dann halt narzisstisch. Ich meine, das macht kein Co-Abhängiger. Der Co-Abhängige reißt sich doch ein Bein aus, bevor der so agiert. Der möchte ja alles tun, um das zu bereinigen und würde eben sein Ego, seine Kränkung, seine Scham zurückstellen und würde versuchen, ja, konstruktiv irgendeine Lösung zu finden und den Kontakt erstmal darüber stellen. So, aber da der Narzisst in seiner Strategie ja sich auch jeden Tag alles vorbetet, wird er das jeden Tag wieder drehen und wenden und schrauben, bis es wieder passt und sagen, nee, nee, das muss ich mir ja nicht mehr bieten lassen. Hier wurde ich ja so abgewertet aus irgendwelchen Gründen. Und das ist eben der Punkt und das ist, finde ich, der krasse Unterschied. Ein wirklich Co-Abhängiger würde so nie agieren. Ein wirklich Co-Abhängiger, der will die Sache dann aus der Welt schaffen und ja, auch ein Co-Abhängiger, der gelernt hat, für sich einzustehen oder weiß der Geier was. Also der macht nicht, der versucht nicht, dich dann zu vernebeln und dir noch einzureden, dieses und jenes, weiß ich gar nicht, wovon du sprichst. Und ach so, nee, hast du dir alles nur eingebildet? Das sind krasse Vernebelungsmethoden und dann am Ende alles zu verleugnen, alles zu verschleiern, das macht eben nicht der Co-Abhängige. Der kann auch mal manipulativ sein, sicherlich, klar. Aber nicht auf die Art und dann Silent Treatment und eben aus dieser ganzen Kränkung heraus Abschuss und ja, Totalmauer und ja, ich meine, da muss man sagen, da trennen sich dann eben doch die Wege, ne? Und da kann man es dann doch genau sehen, was ist hier jetzt eigentlich co-abhängig und was ist halt echt mal eine richtig narzisstische Aktion hier. Und das gibt es auch nicht mal schön zu reden. Das wollte ich einfach nochmal klar hier trennscharf diskutieren. Nichtsdestotrotz, ja, haben die beiden auch viel gemeinsam und das ist ja auch irgendwo ganz klar. Es macht ja auch Sinn. So, das war jetzt erstmal das zu diesem Thema. Falls ihr dazu noch Fragen, Ideen, Anregungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber das ist sicher ein Thema, was nochmal öfter irgendwie aufkommen wird, weil es ist, ja, es ist ja auch irgendwo wichtig und es ist wirklich tricky. Aber ja, ich denke, dass es wichtig ist, beides zu berücksichtigen, eben, weil beides hat seine Berechtigung und es ist auf keiner der beiden Seiten schwarz-weiß. Aber es gibt eben doch Unterschiede, anhand denen man dann festmachen kann, nee, aber ein Co-Abhängiger würde das nicht tun. Ja, und das wollte ich jetzt hier nochmal deutlich machen. Genau, ansonsten, ja, geht's weiter mit den anderen Teilen und unterstützt gern weiter den Channel und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!